Online-Gäste. Quickie. Hey, hallo zusammen. Ich habe gerade einen wunderschönen Radiobeitrag gehört. Da geht es darum, Jugendliche, vor allem Kinder eigentlich, und die Mediennutzung. Und da hieß es etwa sinngemäß, es war jetzt bei MDR aktuell mit Datum 13. Dezember 2018, etwa 16 Uhr. Da lief dieser Beitrag und der Wortlaut lautete mehr oder weniger, bei kleinen Kindern stehen ja häufige U-Untersuchungen an. Und wenn dem Arzt auffällt, dem Kinderarzt auffällt, dass schon kleine Kinder Smartphone, digitale Endgeräte, was auch immer nutzen und das halt eben bedenklich wird, dann jetzt kommt, hat der Arzt die Berechtigung, den Eltern einen Flyer in die Hand zu drücken. Einen Flyer, oh mein Gott. Gott, die Eltern werden sich das garantiert zweimal überlegen, bevor sie da irgendwas mit ihren Kindern anstellen. Denn ich meine, ein Flyer, das ist ein Flyer. Also ganz ehrlich, in Deutschland, das ist ja gleichbedeutend mit, ja, jetzt mal ganz ehrlich, ich finde das verhältnismäßig lächerlich. Ich könnte mich da gerade richtig drüber aufregen. Ich finde es zwar prinzipiell gut und da möchte ich auch loben. Ich finde es zwar gut, dass das jetzt zumindest in der Öffentlichkeit mehr angekommen ist, dass halt eben kleine Kinder, da wurde gesagt, so Dreijährige, Sechsjährige, die müssen doch nicht unbedingt alle ein eigenes Smartphone haben, damit den ganzen Tag verbringen und spielen. Das war in meiner Zeit auch nicht anders. Ich habe auch erst mit 12 Jahren überhaupt einen PC bekommen. Meine Eltern haben sich auch Gedanken gemacht, wann das dann sinnvoll ist. Und das Hauptargument bei mir in meiner Kindheit war gewesen, ja, er braucht es für die Schule irgendwann. Dass ich eben Dokumente für Vorträge erstellen kann, dass ich Ausdrucke machen kann oder sonst was. Und genauso würde ich es auch mit dem Smartphone sehen. Braucht ein Dreijähriger, braucht eine Dreijährige ein Smartphone? Nee, ganz ehrlich nicht. Ein Sechsjähriger, vielleicht braucht es hier und da mal ein Telefon. Wenn die Kinder dann schon eigenständiger unterwegs sind, zur Schule gehen, was auch immer, dann macht ein Telefon prinzipiell Sinn, aber das muss nicht zwangsweise ein Smartphone sein. Es gibt, das läuft zwar unter der Bezeichnung Senioren-Handy, aber es gibt genügend simple Telefone. Ich glaube, Simplephone ist sogar eine Bezeichnung, ich komme mal nicht mehr drauf, aber eben die klassischen analogen Telefone reichen für Notrufnummern und was weiß ich nicht, doch komplett aus. Und eine Bitte, auch an alle Eltern, wenn ihr jetzt gerade da draußen zuhört, ihr seid verantwortlich. Es ist euer Nachwuchs. Es ist unser Nachwuchs. Wir müssen da komplett die Augen drauf haben. Wir müssen schauen, womit beschäftigen die sich eigentlich? Und was ist halt angemessen, was ist nicht angemessen? Und da sag ich als Digitalexperte, ein Dreijähriger braucht kein Smartphone. Ein Sechsjähriger braucht auch kein Smartphone. Ich würde sagen, so ab 10, 12 Jahren, da ist es okay, dann mal so ein Gerät zu haben. Das bedeutet nämlich auch, die Kinder sind bereits erwachsen genug, um A, damit umzugehen und sich B, auch an eine Zeit vor diesem Gerät erinnern zu können. Also auch einfach, um so einen gewissen Ausgleich hinzubekommen. Einfach auch eine Art mittleren Weg zwischen diesen Extremen von gar kein Smartphone, totale Abstinenz, versus totaler Hingabe an ein Smartphone. Und Flyer und sowas können hilfreich sein, aber das ist jetzt nicht das Nonplusultra. Ein Flyer ist ein Informationsleaflet. Das ist einfach eine kleine Informationsschnipselsammlung. Und das kann helfen, wenn ich mich sowieso belesen möchte. Aber ein Flyer ersetzt niemals die eigene Medienkompetenz. Und das ist auch das, was eigentlich am wichtigsten ist. Medienkompetenz. Die sollte an den Tag gelegt werden von Eltern, von Erziehern, von Ärzten, von der Gesellschaft an sich. Denn es ist nicht nur mein Kind, es ist nicht nur euer Kind. Wir sind zwar für unsere Kinder verantwortlich, weil wir allein schon die gesetzlichen und rechtlichen Vertreter sind dieser Kinder, aber die gesamte Gesellschaft ist für Kinder verantwortlich. Wir sind alle mit dafür verantwortlich, wenn ein Kind Scheiße baut. Und da möchte ich auch vielleicht gleich mal einen kleinen Aufruf starten. Ich bin gerade dabei, eine Seniorenakademie zusammenzustellen. Also genauer gesagt unter dem Banner von der Seminar halt eben auch verschiedene Bewegungen, verschiedene Themen einfach mal zu sammeln und da halt auch einfach ein Forum bieten zu wollen. Kontaktiert mich einfach mal info@der-seminar.de. Wenn euch das Thema wichtig ist, dass wir uns da einfach mal vernetzen können,
Und ansonsten, was nehmen wir heute denn für die Online-Gaster, für den Podcast aus dem Ganzen mit? Formulierungen sind einmal ganz, ganz wichtig. Denn ich denke mal, es wird sicherlich mehr sein als nur ein Flyer, was die Eltern mitnehmen. Aber die Formulierung hat mich jetzt gerade so ein bisschen auf die Palme gebracht, diesem Radiobeitrag. Also insofern, Sprache hat Macht, Sprache schafft Wirklichkeit. Aber prinzipiell geht es einfach darum, Kinder und Jugendliche, also die Kinder- und Jugendmediennutzung sollte schon beaufsichtigt werden. Kinder haben noch keine Ahnung, was gute Verwendung von etwas ist oder nicht. Kinder versuchen noch, die Welt zu entdecken. Und wir können den Kindern helfen, einen guten, gepflegten und vor allem einen verhältnismäßigen Umgang mit Medien zu pflegen. Deswegen ist es wichtig, darüber zu reden. Deswegen ist es aber auch wichtig, das Ganze dann umzusetzen. Totales Verbot bringt nichts. Totale Erlaubnis bringt nichts. Was nützlich ist, was etwas bringt, ist einen Plan zu haben und diesen dann halt eben auch zu verfolgen. Okay, mein Name ist Christian. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Rant zu Internet-Smartphone-Nutzung für Kinder, ich muss mir noch einen guten Titel überlegen, aber ich hoffe, ich konnte euch da jetzt ein bisschen Mehrwert bieten. Würde mich über Feedback freuen und ansonsten hören wir uns das nächste Mal bei den Online-Geistern. Bis bald. Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.